Am Mittwoch gerieten bei Demonstrationen vor einem Hotel in Piräus etwa 100 Anhänger des Super League-Titelverteidigers Olympiakos Piräus mit der Polizei aneinander. Nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP setzten Sicherheitskräfte Tränengas ein, um Situationen unter Kontrolle zu bringen. Mitglieder der Olympiakos-Clubführung hatten in sozialen Medien zu dem Protest aufgerufen, um ihren Unmut über eine vermeintliche Bevorzugung der Erzrivalen AEK und Panathinaikos Athen sowie PAOK Saloniki durch griechische Regierung und den Nationalen Fußballverband kundzutun. In besagtem Hotel befand sich zum Zeitpunkt der Ausschreitungen Griechenlands Finanzminister Euklid Tsakalotos. Zwei Tage zuvor hatte der griechische Fußballverband einen Einspruch von Olympiakos gegen den Abzug von 3 Punkten abgelehnt. Die Strafe war nach Fangkrawallen bei der 1:2-Niederlage gegen AEK Athen ausgesprochen worden. Piräus musste zudem 90.000 Euro Strafe zahlen und 2 Heimspiele unter Ausschluss der Öffentlichkeit austragen. Kommenden Samstag ist Wiederaufnahme des Ligabetriebs geplant. Dieser war am 12. März für rund 3 Wochen unterbrochen worden, weil PAOK-Eigentümer Ivan Sauvidis beim bisherigen Höhepunkt der andauernden Skandale im Topspiel zwischen Saloniki und Spitzenreiter AEK Athen mit einer Waffe am Gürtel auf den Platz gelaufen war. Ebenfalls im PAOK-Stadion war Ende Februar Gästetrainer Oscar Garcia von Olympiakos Piräus von einem Gegenstand am Kopf getroffen worden. Beide Partien mussten nach den Zwischenfällen abgebrochen werden. Im Februar hatte Regierung wegen wiederholter Gewaltexzesse außerdem schon ein Auswärtsverbot für Fans der Spitzenclubs Olympiakos PAOK sowie Panathinaikos und AEK Athen verhängt.